Hallo Matthias und guten Morgen. Das hier ist eine Videoantwort für dich. Und an erster Stelle möchte ich dir natürlich ganz herzlich gratulieren zu, ich glaube, inzwischen 146 Abonnenten. Hast du wirklich gut gemacht, Top-Kanal. Ich freue mich jedes Mal, wenn ein Video von dir online geht. Und auch dein neuer Trailer zu der Bunkertour, das war ja wirklich schon der Hammer. Also das ist ja schon fast mit Hollywood zu vergleichen. Schade, dass ich nicht dran teilhaben konnte. Ich war privat verhindert. Beruflich momentan wieder viel Stress. Hast ja auch gemerkt, dass ich da vergessen habe, abzusagen. An dieser Stelle nochmal ganz herzlich Entschuldigung von mir. Und ja, wir haben jetzt Sonntagmorgen 10 Uhr. Ich bin direkt nach dem Aufstehen rausgegangen, um für dich diese VA zu drehen und hier draußen zu frühstücken. Und ich würde sagen, da fangen wir einfach mal an, denn du wolltest ja von uns wissen, was für ein Kochgeschirr benutzen wir, wenn wir draußen unterwegs sind. Okay, Matthias, zu meinen Kochsets oder Kochtöpfen, was ich am meisten verwende und schon sehr lange in Gebrauch habe, ist dieses Trangia Mini Kochset. Das entspricht zwar nicht ganz deinen Erwartungen, weil es aus Aluminium ist. Ich finde es super klasse, weil man hat hier alles kompakt in einem zusammen. Das Teil besteht aus drei Teilen. Man hat hier oben eine kleine Pfanne, die ist antihaft beschichtet, da brennt also auch wirklich nichts an. Auch wenn es bei mir schon aussieht wie eine Sau, verbeult, verkratzt, weil, wie gesagt, dauerhaft im Einsatz, finde ich diese Pfanne hier richtig gut. Dann hat man zum einen hier den Kocheraufsatz, da kommt der Spiritusbrenner rein. Ich bin ja so ein kleiner Spiritus-Fan, weil das hat für mich so Lagerfeuer-Romantik. Den Brenner habe ich jetzt zu Hause gelassen, weil den brauche ich heute nicht. Und den Topf. Ich kann ja jetzt ehrlich gesagt nicht sagen, wie viel Milliliter der hat. Ich glaube, es sind so 600 oder 700 Milliliter. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Ist aus Aluminium, das ist ja für dich ein No-Go-Kriterium. Ich finde es nicht schlecht und habe den sehr oft im Einsatz. Bin also wirklich sehr zufrieden mit diesem Set. Vor allen Dingen, weil, wie gesagt, auch eine kleine Pfanne dabei ist, wenn man sich mal ein Brot machen will, Würstchen grillen, braten oder was auch immer. Meine neueste Errungenschaft habe ich mal vor, ich glaube, 3 Wochen auf eBay geschossen. Ist dieser Topf hier, das ist der Solopot 900. Da gehört normalerweise der Solostove Holzvergaser rein. Ich hatte das große Glück, dass ich den also günstig auf eBay schießen konnte. Ich glaube 25 Euro oder 20 Euro war es. 25 Euro mit Porto. Der ist aus Edelstahl. Hat ein Fassungsvermögen von 900 Milliliter. Hat hier auch eine Skalierung. Einen Deckel mit Gummigriff. Und was ich ganz toll finde, hier vorne so ein Ausguss. Also ich hatte ihn jetzt letzte Woche im Einsatz und habe da so ein bisschen heißes Wasser umgegossen. Also da läuft nichts daneben. Perfekt. Ideale Größe auch für ein Fertiggericht und Wasser zu kochen für 2 Personen. Er hat auch 2 Griffe, die lassen sich hier so zusammenklappen. Die sind zwar jetzt sehr lose und die flattern hier auch immer so rum. Allerdings, wenn man den Topf greift, dann ist der schon sehr stabil. Ich bin wirklich sehr begeistert. Ich hatte ihn bisher auf dem Gasbrenner verwendet und auf dem Hobo. Ja, ist im Moment mein Lieblingstopf. Okay, weiter. Ich muss erstmal noch mal einen Kaffee trinken. Dann, was ich auch sehr oft im Einsatz habe, ist diese Bratpfanne von der Firma Primus, die Litec. Ist auch eine Top-Pfanne, antihaft beschichtet, da brennt nichts an. Hat hier 2 gummierte Griffe, die sich so zusammenklappen lassen. Das Ganze ist in so einer Tasche. Sehr oft auf dem Feuer verwendet, auf der Kulinaria-Tour mit Billy, Stefan und Hubert. Und diese Gummigriffe, die schmelzen nicht. Also die werden zwar schwarz, aber die schmelzen nicht, auch wenn man die Pfanne aufs Lagerfeuer stellt. Kostet 25 Euro, ich glaube 22 cm im Durchmesser, 5 cm in der Höhe. Die hat allerdings auf der Kulinaria einen kleinen Schaden genommen. Man kann es vielleicht erkennen, hier ist das Fett eingebrannt.
ich weiß nicht, ob die Hitze vom Lagerfeuer zu groß war oder ob dieser Dauerbetrieb, da ist ja dauerhaft Würstchen und Steaks drin gebraten worden und Bratkartoffeln. Ich krieg das nicht mehr sauber. Ich will auch jetzt nicht da rumkratzen, um die Beschichtung kaputt zu machen. Auf jeden Fall habe ich hier jetzt so ein, ja, so eine, wie so eine eingebrannte Fettschicht. Das ärgert mich zwar ein bisschen, aber bei dem Dauereinsatz, denke ich mal, kann man dagegen nichts machen. Ist wie gesagt eine Top-Pfanne und die werde ich jetzt auch gleich verwenden für mein Frühstück, denn ich habe ja, wie ich glaube ich am Anfang vom Video gesagt habe, noch nichts gefrühstückt. Und da werde ich mir jetzt mal lecker Rühreier mit Bacon machen. So Matthias, jetzt gibt es Frühstück. Gekocht wird auf dem M71. Ich habe hier schon mal in die Pfanne den Bacon reingetan. Und dann habe ich zu Hause schon mal Paprika klein gewürfelt, Zwiebel klein geschnitten. Hier ist mein Rührei drin. Und da es gestern bei mir Tortellini mit Tomatensauce gab, habe ich auch noch ein bisschen Käse dabei. Und das wird jetzt richtig, richtig lecker. Das Einzige, was ich vergessen habe, ist Öl von zu Hause mitzubringen. Und jetzt werde ich allerdings hier erstmal den Bacon ein bisschen auslassen. Dann ist die Pfanne ein bisschen geölt. Und da kann es auch schon weitergehen. Ich gebe schon mal die Zwiebel hinzu. Und die Paprika. So, die Zwiebeln sind schön angedünstet, Paprika sind weich. Den Bacon kriege ich zwar nicht so ganz knusprig hin, weil hier geht ein ziemlich starker Wind und der M71 hat ganz schön zu kämpfen. Aber das macht gar nichts, weil der ist auch so lecker. Ich habe eben schon genascht. Oh, guck dir das hier mal an. So, jetzt mache ich noch ein bisschen Käse rein und dann ist mein Frühstück endlich fertig. So, das reicht. So, Frühstück ist fertig. So Matthias, ich lasse es mir jetzt noch schmecken. Das war meine VA für dich. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Ich wünsche dir alles Gute und in diesem Sinne, tschüss, der Kevin Saarländer auf Hiking Tour. Mach's gut!